Baggern oder angebaggert werden? Angebaggert werden. In welchen Muskelpartien sind denn Männer schlechter als wir? In der Beweglichkeit der Hüftrotation. Ja. Das sind die Jungs eine Katastrophe, also da geht überhaupt nichts. Wie viele Tage ist Felix Kozlowski im Amt als Bundestrainer? Einmal aufdecken bitte. Und links ist näher dran. 907 Tage ist Felix als Bundestrainer im Amt. So, nächste Frage, vorletzte Frage. Wie alt ist die Jüngste in unserem Nationalmannschaftsteam? 3, 2, 1. Ja, beide ein Punkt. Die jüngste Spielerin ist Vanessa Agbotabi mit 19 Jahren. Letzte Frage. Auf der deutschen Beachvolleyball-Tour gibt es 8 Tourstops. Wie oft stand Paul Becker mit seinem Partner Jonas Schröder letzte Saison im Finale? Einmal umdrehen, bitte. Ja, und rechts ist näher dran. Er war 4-mal, ja. Entscheidungsfrage, da es ja 6 gegen 6 steht. Unsere Co-Trainerin Saskia van Hintum hat auch ganz lange aktiv als Volleyballerin gespielt und natürlich auch sehr erfolgreich. Wie viele Länderspiele hat Saskia? So, Antworten sind auch aufgeschrieben. Einmal umdrehen bitte für die Zuschauer. Nicht deine Hand. Ja, und links hat gewonnen. 275 Länderspiele hat Saskia. Also seid ihr näher dran gewesen. Und somit auch der Sieg 7-6 für die Klugscheißer. Gerade sind wir mit unserem Hallentraining fertig geworden und nach dem Training habe ich mir jetzt mal die Maren Fromm geschnappt. Die Vereinssaison ist zu Ende, Nationalmannschaft steht wieder an. Worauf freust du dich bei der Nationalmannschaft am meisten? Ja, dieses Jahr war es sehr auffällig, dass viele Neue dabei sind und diesen frischen Schwung können wir, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Wir haben jetzt schon 2 Wochen hinter uns und ich bin sehr, sehr positiv überrascht über die offene Art und ja, schon die Leistung im Training. Und wenn du schon ein wenig an die WM so im Voraus denkst, mit welchen Emotionen verbindest du diese WM oder vielleicht auch die, die du schon erlebt hast? Du bist ja eine der einzigen von uns, die eine WM schon erlebt hat. Ja, ich war 2010 schon in Japan bei der WM dabei. Es ist sehr speziell, weil die jetzt nicht so verrückt und emotionsgeladen sind wie vielleicht in Italien und Polen als Fans, aber mega höflich und unterstützend sind. Nicht nur, wenn Japan spielt, sondern eben auch, wenn alle anderen Nationen spielen, sind hinter Fotos und Autogrammen her und diese Wertschätzung ist einfach ja, sehr schön auch mal für uns als Randsportler. Berge oder Meer? Meer. Berge. Stadt oder Land? Stadt. Land. Kreuzfahrt oder Campingplatz? Kreuzfahrt. Schokolade oder Chips? Was eine Frage, Schokolade. Schokolade. Mathe oder Deutsch? Mathe. Mathe. Und 3x14 ist? 3x14 ist 42. Oh, das ist aber gemein jetzt. 42. Annahme oder Zuspiel? Zuspiel. Zuspiel. Platziert oder Vollgas? Platziert. Vollgas. Pritschen oder Baggern? Pritschen. Pritschen. Baggern oder angebaggert werden? Baggern. Angebaggert werden. Angebaggert werden. Ja, wir sitzen hier im schönen Außenbereich des OSPs in Heidelberg. Neben mir unser Bundestrainer Felix Kozlowski. Ein paar kurze Fragen an dich, Felix. Wie wichtig ist der Start hier im Olympiastützpunkt Heidelberg und was ist das eigentliche Ziel des Lehrgangs hier? Naja, hier in Heidelberg ist natürlich ein sehr wichtiger Termin. Heute kommt das erste Mal die komplette Mannschaft zusammen. Das heißt, alle 21 Spielerinnen die Möglichkeit haben, in der World League zu starten, in der New Vision Volleyball League. Und ja, dementsprechend, so ein Auftakt ist immer sehr, sehr wichtig für uns. Des Weiteren werden hier sportmedizinische Untersuchungen gemacht, Kraft-Leistungsdiagnostik. Das heißt, auch der Fitnesszustand wird ganz genau untersucht. So, bleiben wir mal bei der Fitness. Ganz ehrlich, wer ist der Fitneste im Trainerstab? Ja, ich, mit Sicherheit.
Da habe ich anderes gehört, aber okay. Kannst du den Zuschauern vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie die Nominierung vielleicht in deinem Kopf oder sich in deinem Kopf abspielt oder welche Faktoren für eine Nominierung einer Spielerin einfließen? Man muss, glaube ich, erstmal sagen, wenn wir, sage ich, speziell Nominierungen machen, machen wir Nominierungen natürlich mit dem gesamten Trainerstab. So, da haben die unterschiedlichen Positionen haben meistens unterschiedlich starke Stimmen. Und dann kommt es wirklich nachher am Ende auf eine mehr oder weniger Abstimmung. Das letzte Wort habe ich natürlich dann immer ich. Ganz klar, ich muss auch die Verantwortung tragen in der letzten Konsequenz. Aber ja, klar, es fließen viele Faktoren mit ein. Also natürlich, wie ist die Saison gelaufen? Was ist in der Historie in der Nationalmannschaft? Welche Leistung hat man da gebracht? Ganz wichtiger Faktor natürlich der körperliche und Fitnesszustand, wie der gerade ist. Ist man verletzungsfrei? Ja, wir haben jetzt ja eine kleine Challenge vorbereitet für den Felix. Ich repräsentiere unsere Mannschaft und Felix den Betreuerstab. Ziel ist es quasi, mit den Stäbchen diese Tischtennisbälle von einem Gefäß zum anderen transportieren und das eben so schnell wie möglich. Ja, jetzt können wir mal sehen, Felix, ob du gut vorbereitet bist für Japan, schon ein bisschen mit den Stäbchen. Vorrang. Ja, zu essen. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los! Ha, du hast ja da Kleber dran. Och Mann, einer hat gefehlt. Der weiße gehört aber eigentlich dir. Ach so. Ja, Felix, schweren Herzens muss ich dir diesen schönen Stäbchen mit Ballpokal als Erinnerung überreichen für deinen grandiosen Sieg in unserer Stäbchen-Challenge. Vielen Dank, der kriegt einen Ehrenplatz. Ja, das war der heutige Pauls Doppelblock mit mir. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das nächste Mal natürlich wie gewohnt mit Paul. Ja, wie ihr seht, das heutige Training ist vorbei. Die Kraftdiagnostik erfolgreich abgeschlossen und ich verabschiede mich in meinen wohlverdienten Feierabend. Tschüss!